Weihnachten. Das ist ja eine Weihnachtskantate. Und natürlich ein ernstes Thema, wie immer, meist bei Johann Sebastian Bach eben ein sehr ernstes Thema, keine leichte Musik. Und es wird eben sehr gefeiert, dass Christus erschienen ist, in der Welt erschienen ist. Das Motiv ist fröhlich und heiter und so weiter. Aber es wird eben auch hier ein Augenmerk darauf gelegt, was war seine Aufgabe, was sollte er tun in der Welt. Und da geht es vor allen Dingen eben darum, er sollte den Teufel zurückschlagen, also bekämpfen. Da sieht man eigentlich auch schon die Gedankenwelt von Bach, dass er natürlich gewusst hat, dass dieses Böse oder die schlechten Dinge oder das Unvollkommene, das wir zusammengefasst unter dem Begriff Sünde steht, die schlechten Mächte der Welt sind und dass die sehr groß sind. Diese Energie ist sehr groß von der schlechten Macht und die brauchen eine sehr starke Energie, eine positive Energie, damit man das beherrscht. Da geht vor allen Dingen eine große Pedalfigur durch die Partitur und so wird, wie auf der Orgel mit den Füßen auf der Pedal getreten wird, der Satan in der Partitur zertreten im Eingangssatz. Das ist also eine ganz starke Affektmusik, auch mit, als würden Trommler auftreten, die auf einem Ton immer wieder das Bam, Bam, Badadam, Dam, Dam, Dadadam und dann kommt ein großer 16. Lauf durch die ganze Partitur. Und da man den Teufel dann als eine Sünde, aus dem, der alte Adam in dem Paradies, wie er sich präsentiert hat, Adam und Eva als eine Schlange am Baum, die natürlich sehr verlockend, die konnte die Menschen verführen, die Schlange. Natürlich kann man sagen, das Reptil hat ja heutzutage auch noch eine große Faszination. Es sieht sehr schön aus und gleichzeitig haben die Menschen Angst. Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt. Aber zuerst wird das Weihnachtsgeschehen erklärt in einem Rezitativ. Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann. Welch ein seltsamer Tausch, sagt der Sänger, der Tenor, dass diese Herrschaftsfigur auf die Welt nach unten geht, ins Dunkle, also aus dem Licht in das Dunkle. Und dadurch wird die Erde hell gemacht und es scheint die Sonne aus dem Dunklen, sodass das Dunkle hell wird. Also so soll man zur Zeit von Johann Sebastian Bach in Leipzig Weihnachten begreifen. Und wir hören dann eine Arie, in der sozusagen das Reptil permanent fast schon sich schlängelt in einer luftigen Bahn, die Schlange Präsenz zeigt, ganz starke Präsenz, der Satan, der Drache, könnte man sagen. Und das gesamte Orchester, was nicht die ersten Geigen sind, kämpft gegen diese Figur, gegen diese musikalische Figur und versucht sie dazu zu bringen, das zum Schweigen zu bringen, indem also geschlagen wird gegen diese Schlangenfigur. Das gelingt auch dann in einer Passage der Arie und es heißt dann, es wurde nach unten gedrückt, also der Satan wurde weggeschoben, weggedrückt und dann ist diese Figur, wandert dann in die Bassstimme und spielt dann ganz tief unten. Dann heißt es aber, die Menschheit wird beglückt von der Geburt von Christus, der hat das besiegt. Und in diesem Moment ist Schluss mit dem ganzen Tumult. Und dann hört man einen Takt dann das Wort Frieden beglückt und dann geht es wieder weiter. Aber dort schweigt das dann. Also es gibt nur insgesamt circa 3 Takte in der Arie, in der keine Schlange zu hören ist. Und dann ist alles
positiv. Es ist das Thema beendet und eine Aria im Tenor kommt mit dem fröhlichen Text, dass sich alle Christen freuen sollen. Das ist fast Folklore, das ist ein Spaß, eine schöne Musik. Das kann man pfeifen auf der Straße, wenn man rausgeht aus der Kirche, das Thema. Und da ist auch ein Bild von einem Tier, nämlich die Henne, also das wahrscheinlich ein bisschen die Hühner spielen eine Rolle, dass sie die Küken unter ihre Flügel getan hat. Und man vergleicht oft, es gibt einige Stellen in der Bibel, wo das behandelt wird als ein Gefühl der Geborgenheit, dass Jesus wie seine Flügel ausbreitet und die ganzen Menschen darunter sind. Ich glaube schon in dieser Arie auch, die so einen folkloristischen Kolorit hat, hört man gackern. Man hört wirklich Hühner rufen. Und das finde ich unglaublich schön in dieser Musik, dass es so volkstümlich ist und so zugänglich und nachher dann auch einfach auch vielleicht auch ein bisschen lustig. Und das finde ich gut, wenn man immer denkt, Bach schreibt nur die ernsteste Musik. Nein, es ist auch manchmal, man darf auch einmal ein bisschen lächeln und schmunzeln. Das gefällt mir an der Kantate.